Willkommen zurück zu Forza Horizon 3. Wir sind nach einer etwas längeren Pause wieder hier schön in Australien unterwegs und mit unserem Lamborghini Murcielago LP670 SV. Und heute geht's in ein Goliath-Rennen und ich werde mal auschecken, ob dieses Fahrzeug denn tatsächlich, wie von mir angenommen, das schnellste im Spiel sein könnte. Die Startaufstellung besteht aus einigen, nicht unbedingt aussagekräftigen, aber auch aus einigen aussagekräftigen Gegnern. Der Aston Martin Vulcan ganz hinten, der wird Probleme haben, denn hier geht's auch häufig geradeaus. Ansonsten Ferrari 360 vorne, der könnte recht flott sein. Und der GTR 12, 2012, ist das ein Nissan GTR? Frage ich mich. Keine Ahnung, legen wir einfach mal los. Oh je, direkt schon Checkpoint verpasst. Egal, in diesem Rennen kann man das nochmal alles aufholen. Ich glaube, jetzt ist es fairer für die anderen. Let's go. Oh, da ist ja noch ein Checkpoint. Ich bin das Rennen schon viel zu lange nicht mehr gefahren. Okay, jetzt aber. Ah, ich muss ein bisschen wieder reinkommen. So, schon mal den Vulcan und den Lotus überholt. Ja, der Vulcan ist in den Kurven sehr stark. Wird aber auf den Geraden Problem haben. Fünfte Position, die Top 3 ist schon so ein bisschen weg. Bin immer noch fasziniert, wie flüssig das Game jetzt in 4K läuft. Vor allem jetzt, wo ich die Kantenglättung aus habe, beziehungsweise FXAA hab ich an. Fällt bei YouTube aber eh kaum auf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber der Checkpoint hat gegolten, cool. Okay, kurzzeitig mal wieder 12. gewesen jetzt. Auf der Geraden holen wir auf. Also nicht nur hier, sondern gleich kommen sehr, sehr lange Geraden. Oh mein Gott! Boah. Manchmal kann ich nicht anders als mega fett grinsen zu müssen. Die sind ja alle ziemlich stark getuned eigentlich, also grundsätzlich dürfen die eigentlich alle ihre Stärken und Schwächen haben. Das war nicht gut. Allgemein erlaube ich mir heute sehr, sehr viele Fehler.
Ein Regenbogen. Einigen kann man kurz nachdem man sie gegrüßt hat schon wieder Tschüss sagen. So, unter anderem den Vulcan. Da sind wir sehr, sehr schnell wieder vorbei. Oh, da ist einer in Führung, der super weit entfernt ist. Oder ist es eine Zweiergruppe da vorne? Es ist eine Zweiergruppe und wir kommen super schnell ran. Welche zwei sind das? Ah, der Ferrari Challenge Stradale. Und ein anderer Ferrari. Der Lago aber auch in den Kurven eigentlich ziemlich stark. Das einzige Auto, was stärker in den Kurven sein dürfte, ist wahrscheinlich dann der Vulcan. Wobei, es gibt auch noch andere Autos, die gut in den Kurven sind, aber die lassen sich sehr schwer kontrollieren nur. So wie der Radical. So, es ist der F12. Der da hinter mir dranhängt. So, super durch die Kurve gekommen. Aber das wird nochmal spannend hier. Ja, mit den Fehlern am Anfang ist es dann nochmal viel spannender geworden, glaube ich. Ah, der Kollege ist wieder dran, ne? Was die Streckenführung angeht, da kenne ich mich nicht so super aus halt. Oh mein Gott. Da gibt es auch später eine Stelle, wenn ich da crashe, werde ich definitiv zurückspulen. Okay, auf geht's. Vorbei am Challenge. Vulcan ist dran, verdammt! Mach's gut, mein Lieber! Okay, das war ein guter Kurveneingang. So, die Gegend mit der Wohnsiedlung, die mag ich hier nicht. Dürfte gleich kommen. Ist es die jetzige Kurve schon oder ist es dann eine danach? Da fliege ich, glaube ich, immer raus. Aber das Ding ist so schnell, es ist einfach wirklich zu schnell, das Teil. Ihr könnt ja mal sagen, wie eure Erfahrungswerte sind. Ist der LP670 SV eventuell sogar das schnellste Auto? Okay, jetzt erst kommt diese Stelle gleich, glaube ich, irgendwann. Ich kann es nie abschätzen, wann genau. Aber ich glaube, ich sehe es jetzt schon.
Genau die Stelle hasse ich. Da ist der Ferrari wieder vorbei. Mach meinen Lamborghini nicht kaputt, Mann. So, das Schöne ist, wir haben Allradantrieb für die letzte Passage hier auf der Strecke. Boah, mein Herz pumpt gerade auch mega. Tschüss! Flachreifen. Leute, wir sind zu schnell hier auf dem Sand. Alter, wir fahren 280 am Strand, ne? Das ist real life. Das ist krass, dass man es im Spiel nachspielen kann. Nee, Quatsch. Boah, das gibt gleich über 300, nee, Moment, über 200.000 Punkte leider nur, aber trotzdem ordentlich. Fast 240.000 Punkte gab es mit der letzten Combo. Ja, und der F12 TDF auf der 2 und wir sehen auf der 3 ist der Vulcan. Boah, super knapp da. Was ist denn jetzt los? Ach so, die Rundenzeiten. Ich habe auf die Rundenzeiten geguckt. Die Gesamtzeit, da ist der Vulcan, obwohl er weiter hinten. Ne, Moment, der ist weiter vorne gestartet. Ganz, ganz knapp noch hinter dem Ferrari. Eieieiei. Ja, krass, ne? Drei italienische Autos hier ganz vorne. Boah, aber ich muss auch echt dem Murcielago lassen. Das ist schon heftig, das Teil. 100.000 Credits. Und wie viele Stufenaufstiege gab es? Einen nur. Oder gleich zwei oder drei. So, gucken wir mal, was gibt's hier. Ja, den M235i, das ist ein ganz schönes Auto. Kann man mal mitnehmen. Warum nicht? Ja, aber ansonsten habt ihr gesehen, auf der Geraden haben wir alle abgezogen. In den Kurven muss ich mir selbst halt so ein bisschen was anrechnen, dass ich da Fehler mache. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass der Lamborghini Murcielago auch in den Kurven super schnell ist und sich da keine groben Schnitzer erlaubt. Aber ja, wie gesagt, ich kenne halt die Streckenführung nicht ganz. Ich bin auch ein paar Mal hängen geblieben an einer gewissen Stelle. Und obwohl ich es nicht zurückgespult habe, haben wir das Ding nochmal gewonnen am Ende. Also habt ihr gesehen, mit dem Teil kann man hier mega viel rausholen. Und gegen Ferrari soll es hier in ein schnelles Rennen gehen. Ey! Sehr gut. Schön gegen die Brücke geschossen. Hätten sie Lust zu fahren? Na, ich hatte ihn gerade fast herausfordern können. So kann man ihn auch vom Kurs abbringen. Hä, was macht der denn? Du fährst einen Ferrari. Soll ich dir ein bisschen Hilfe geben? So, komm, holen wir ihn hier wieder runter. Was für ein Soundeffekt, ne? So. Jetzt ist er verwirrt. Gut, dann entfernen wir uns mal wieder. Oh, da taucht er wieder auf. Cool. So, bevor wir loslegen mit dem Rennen, ganz kurz mal hier geschaut bei Clubs. Zwei neue Mitglieder haben wir. Chronix, warum sind die vorigen gelöscht worden? Chronix7502 und MelMelly320. Danke für den Beitritt, auf dass wir alle die Weltherrschaft einnehmen. So. Die Ferrari-Fahrer sind heute aber ein bisschen komisch drauf, ne? Hallo? Warum kann ich nicht gegen den fahren? Entschuldigen Sie bitte, ich würde gerne... Ja, sehr schön. Okay, der sieht ein bisschen durchgenudelt aus.
Was ist denn mit dem Typen los? In 400 Metern links abbiegen. Die KI hat heute ein paar Schwierigkeiten. Super langsam. Oder aber der Modus der Lago ist einfach zu hart. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal schwer gesehen hier. Als ich gegen ein Fahrzeug angetreten bin. Spricht fürs Auto. 50.000 Credits gibt's damit. 59 Kopf-an-Kopf-Rennen. Gewonnen. Ja, das Ding hat zwar Allrad, aber ich möchte eigentlich trotzdem nicht so Offroad unterwegs sein. Nee. So viel Spaß macht das nicht. Kurz mal weiterfahren hier. So. So, jetzt brauche ich auch gar nicht mehr großartig zu beschleunigen, sondern kann auf den Spritverbrauch achten. Ja, so eine Nachtfahrt in der Fahrschule wäre mal geil, oder? Schön auf der Landstraße vorbeibrettern hier. Ich muss sagen, ich bin sprachlos. Das Auto ist einfach phänomenal, ey. Ich fand den damals schon unheimlich hübsch, den Lambo. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und hier ist er nicht nur hübsch, sondern auch unfassbar beeindruckend schnell. Boss, dafür vergebe ich 3 Sterne. Von 3, keine Sorge. Oh je, Mini. Okay, aufpassen und... Stimmt, wir haben ja das Teil in einem Nachtduell gewonnen. Wollen wir hier nochmal ein Nachtduell fahren? Moin, moin, Kollege, RX7. Also quasi 2 vom alten Schlag. Ich werde jetzt aber keine 50 Folgen mit dem Lamborghini machen, keine Sorge. Erstmal tschüss, ey. Ich werde jetzt keine 50 Folgen mit dem Lambo machen, keine Sorge. Es wird nach dieser Folge auch Schluss sein, auch mit dem Mustelago. Man muss sich ja auch ein bisschen weiter entwickeln, sich andere Autos angucken und so. Oh mein Gott. Oh Mann, nein. Der RX-7 ist ein bisschen wendiger in den kleinen Kurven, in den engen. Da
war präzise. So, in den Schnellen haben wir einen Vorteil. Oh Mann. Ah, dammit. Komm schon, aber spul dich nochmal zurück, damit wir hier die Aufholjagd weiterführen können. Ja, ich find's ein bisschen unglücklich, weil die haben ihre Checkpoints in dieser Passage nach Jumps gesetzt. Heißt, das manchmal nicht mal Zeit zu reagieren, wo der nächste Checkpoint ist. Oder in dem Fall waren es zwei Checkpoints hintereinander. Heißt, selbst wenn ich wusste, wo der erste ist, dann hätte ich nicht wissen können, wo der zweite ist. Und trotz des etwas größeren Abstands zwischendurch waren wir am Ende nicht so weit entfernt. 2 Sekunden. Ja, ist nicht so viel, aber es war ein schönes Rennen. Oh, ja, jetzt habe ich aus Versehen auf Zurückspulen gedrückt. Ich wollte eigentlich nur schalten. Ja, Leute. Ey, also ich wollte nochmal das Teil heute fahren und ein bisschen meinen Spaß damit kriegen und gucken, ob das wirklich so schnell ist, das Auto. Also in den langsamen Kurven, da ist er halt nicht ganz so wendig. Die Traktion ist ganz gut, dadurch, dass das Teil halt natürlich auch einen Allradantrieb hat. Aber dieser Allradantrieb führt natürlich auch dazu, dass man eben halt in der Kurve nicht ganz so gut rumkommt. Das Auto an sich ist phänomenal. Ich liebe auch den Sound. Alles mag ich einfach an dem Teil. Jawohl. Und die Schnellreisetafel zerstört. Einen mega geilen Stunt hingelegt. Und wieder zurück auf die Straße. Gut, dann würde ich sagen, ich mache heute eine etwas kürzere Folge. Aber seid sicher, ab jetzt kommt wieder Forza Horizon regelmäßiger. Jede Woche dann mittwochs. Ist der Plan zumindest. Und ja, langfristig plane ich aus Forza nochmal irgendwas anderes zu machen, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ich schaue mal, ob ich das alles so hinbekommen kann und bedanke mich dann fürs Einschalten. Wenn ihr Spaß hattet, ist ein Däumchen nach oben da und nächstes Mal sehen wir uns mit einer etwas längeren Folge mit einem neuen Auto wieder. Und bis dahin haltet die Ohren steif und die Flügel. Macht's gut.